herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. In der letzten Sendung waren wir bei Manfred Siller in der Chef V. Er hat uns seine PV-Anlage auf seiner Landwirtschaft gezeigt. Heute erklärt er uns, wie eine Heutrocknung funktioniert und welche Vorteile sie mit sich bringt. Manfred Siller ist Landwirt in Schäffau am Tennengebirge. Er macht seit mittlerweile 25 Jahren biologische Kreislaufwirtschaft. Manfred gewinnt Energie für den Hof und die Gastwirtschaft über eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach und das gesamte Gebäude wird über eine Erdwärmepumpe geheizt, die sich auf 1000 Quadratmeter in rund 1,5 Meter Tiefe befindet. Wir haben zusätzlich auch noch natürlich eine kältetechnisch eine Wärmerückgewinnung installiert für den Frischwasserbereich, wo sämtliche Kühlanlagen, die auch als Blockanlage gebaut sind für den Hausbereich, für die Gastronomie und wo wir auch entsprechend Warmwasser auch schon vorwärmen können. Und um den Kreislauf zu schließen, haben wir uns 2015 entschlossen, energetisch in der Landwirtschaft von der Silowirtschaft rein auf die Heuwirtschaft umzustellen. Und dies hat auch eine Sicht gebracht, dass wir uns über Gedanken über eine Heubelüftung eine neue Gedanken gemacht haben. Und da haben wir dann eine sehr tolle Kombination mit Photovoltaikanlage und Unterdachabsaugung gefunden, die wir dann 2018 hier am Betrieb realisiert haben. Ja, bei Heutrocknen muss man unterscheiden zwischen der Bodentrocknung, wo man das Heu nur draußen trocknen lässt, oder eben der technischen Heutrocknung, wo das Heu unter Dach dann fertig trocknet wird. Und wir empfehlen auf jeden Fall die technische Heutrocknung, wo man entweder im einfachsten Fall mit einem Lüfter das Futter nur nachbelüften tut. Das geht dann weiter, dass man übers Dach zum Beispiel mit einer Dachabsaugung eine warme Luft vom Dach runterholt und mit der warmen Luft das Heu trocknet. Oder eben auch ganz mit der technisch am höchsten wertige Heutrocknung, dass man mit einem Luftentfeuchter zum Beispiel Tag und Nacht dann für trockene Luft und für beste Qualität dann auch sorgen kann. Zu den Vorteilen einer Heutrocknungsanlage zählt neben dem Komfort, sich keine Gedanken um das Wetter machen zu müssen, vor allem die hohe Qualität des Futters für die Tiere. Ich bin eigentlich durch Zufall zu einer Exkursion mitgefahren, damals nach Tirol, und habe dort Betriebe besichtigt, die Heubelüftungen realisiert haben, aber auch Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern gehabt haben. Und da haben mich einige dieser Anlagen sehr inspiriert. Eine gute Planung ist sicher das Wichtigste, bevor man so eine Investition macht. Man sollte sich Meinungen von Fachleuten holen und aber auch natürlich andere Betriebe anschauen, informieren, Fragen stellen, sich das anschauen, wie andere das machen und dann den eigenen Schluss ziehen, wie man diese Anlage oder dann wie man das Projekt dann bei sich umsetzen möchte. Das Herz der Trocknung sind die Heuboxen. Über einen Ventilator wird die Luft in den Heuboxen verteilt und es kommt zu einer gleichmäßigen Trocknung. In der Landwirtschaft gibt es viele Möglichkeiten, um mit erneuerbarer Energie Strom zu erzeugen. Informationen dazu erhalten Sie bei der Landwirtschaftskammer Salzburg oder bei der Energieberatung der Salzburg AG. Der Sommer neigt sich dem Ende zu und viele Menschen gehen jetzt in die Planung für ihren Neubau oder ihre Sanierung nächstes Jahr. Ein Aspekt, der immer mehr in den Vordergrund gerückt wird, ist die sommerliche Überwärmung. Im Winter soll das Haus die Energie im Haus halten, im Sommer sollte die Energie eher draußen bleiben. Eine gute Wärmedämmung und ein ordentliches Verschattungssystem sind dabei unumgänglich. Wir haben eine Firma in Neumarkt am Wallersee besucht. Diese dämmen mit einem ökologischen Dämmstoff namens Zellulose. Die sommerliche Überwärmung. Wer denkt daran, wenn er ein Haus baut, wenn er es plant, wenn er es saniert? Wohl kaum jemand. Und doch ist die sommerliche Überwärmung bei uns in der Salzburger Energieberatung und bei unseren Kunden ein zunehmendes Thema. Es wird immer heißer in den Innenräumen. Hier gibt es Möglichkeiten, neben der Architektur auch Baustoffe, Materialien und Wärmedämmung. Was und wie man hier genau Lösungen findet, das sehen wir uns heute an. Beim Thema Dämmung denken die meisten in erster Linie an den Winter. Durch gute Wärmedämmung allein ist jedoch keineswegs automatisch auch der Schutz vor sommerlicher Hitze gegeben. Von sommerlicher Überhitzung spricht man, wenn durch Wärmeeintrag ein Wohnraum über 27 Grad warm wird. Beim richtigen Dämmstoff kommt es vor allem auf die Speicherfähigkeit des Materials an. Es ist eben die Kombination, also zwischen Wärmedämmung und Speichermasse. Und da vereint halt Zellulose-Dämmung
durch eine sehr gute Wärmedämmung und trotzdem eine hohe Rohdichte für einen Dämmstoff und diese Speicherfähigkeit, wirklich alle Eigenschaften, um hier vielen, vielen Materialien voraus zu sein. Zellulose besteht im Grunde aus Holz. Durch Recycling von sauberem Tageszeitungspapier entsteht Zellulose. Grob aufgefasert, mit mineralischen Salzen vermischt und in einer Mühle gemahlen, wird sie verschrottungssicher und brandbeständig gemacht. Zellulose gibt es zum Dämmen vorwiegend in loser Form. Also grundsätzlich wird Zellulose-Dämmung in Hohlräume eingeblasen. Im Altbau findet man die sehr oft schon vor. Das sind ungedämmte Tramdecken, ungedämmte Dachschrägen in bereits ausgebauten Dachräumen. Da ist eigentlich überhaupt die einzige Möglichkeit, die einen wahnsinnigen Effekt hat, weil man es dort am ärgsten verspürt. Also das Vorher-Nachher-Erlebnis ist dort ganz, ganz groß. Aber man schafft einen Hohlraum einfach, indem man den Bauablauf bei der Dämmung einer Dachschräge umkehrt. Man macht zuerst die Dampfbremse, Luftdichtheit, dann wird eingeblasen und dann wird zum Beispiel Gipskartonplatte verbaut. Die Behaglichkeitserwartungen der Menschen steigen. Wohnkomfort bedeutet neben warmen Temperaturen im Winter auch angenehme Kühle im Sommer. Damit das gelingt, sollten schon während der Planungs- und Bauphase wichtige Maßnahmen getroffen werden. Fensterflächen gut, schön, aber schauen, wo sie ausgerichtet sind. Wie gesagt, man weiß auch, dass Oberflächenfarbe entscheidend ist. Es ist wichtig, die richtigen Baustoffe zu wählen. Lassen Sie sich das berechnen. Schauen Sie sich den Sonnenstand an auf Ihrem Grundstück. Nicht nur Einfamilienhäuser setzen auf Zellulose als Dämmstoff. Die Schule Schwanenstadt konnte durch eine Generalsanierung die Betriebskosten um 94% senken. Bei 400.000 Euro im Jahr ist das ein bisschen was. Also es macht sich schon bemerkbar, wenn man es gut macht. Das war eine aufwendige Geschichte, das kann man jetzt nicht so einfach, aber es war ein Wahnsinnseffekt. Das muss man sich einmal vorstellen. Sommerliche Überwärmung, also das zu heiß werden im Innenraum, ist ein zunehmendes Thema bei uns in der Energieberatung der Salzburger AG, aber besonders bei unseren Kunden. Nun, was kann man tun? Umsichtig und überlegt planen. Das beginnt bei der Architektur, aber natürlich auch bei der Wahl der Baustoffe, der Materialien, der Wärmedämmung. Und als nächstes natürlich die Beschattung, und zwar eine außenliegende Beschattung des Gebäudes ist hier ganz wichtig. In weiterer Folge ist das Kühlen, und zwar das passive oder natürliche Kühlen, sprich Lüften. In der Nacht gekipptes Fenster, offene Fenster, Querlüftung. Und wenn man das alles erledigt hat und es ist immer noch zu heiß, dann ist man bei der mechanischen Kühlung oder Klimatisierung hier eines Raumes, einer Wohnung oder eines ganzen Betriebs. Bleiben wir beim Thema Bauen und Sanieren. Aktuell gibt es viele Förderungen zum Thema Energiesparen und Energieeffizienz, sowohl für Private als auch für Unternehmen. Ich habe mir Hermann Grissner eingeladen von der Energieberatung der Salzburger AG. Hermann, wer bietet denn aktuell Förderungen an? Also zurzeit bietet der Bund Förderungen an, einerseits, und andererseits das Land Salzburg. Bei den Bundesförderungen, um ein paar zu nennen, ist es die Raus aus dem Öl-Förderung, also Umweltförderung Inland. Weiters gibt es den Klien, dieser bietet etwas Richtung Heizungstechnik, aber auch erneuerbare Energie an, und die ÖMAG, die eben die Ökostromtarife für erneuerbare Energie anbietet. Beim Land ist es die Wohnbauförderung Sanierung und die Energieförderung des Landes. Was wird denn bei den einzelnen Förderungen jetzt gefördert? Also es gibt sehr viele Förderungen, um ein paar Dinge anzusprechen. Bei den Bundesförderungen, die bekannteste ist Raus aus Öl, also die Umstellung von fossilen Heizungen auf erneuerbare, klimafreundliche. Hier wird konkret die Umstellung auf Fernwärme, auf Wärmepumpe oder eben auf Biomasseheizung gefördert. Und das heißt, für ein Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus bekommt man im Regelfall 5.000 Euro geschenktes Geld vom Bund. Gibt es auch noch andere Förderungen außer jetzt die Heizungsumstellung? Der Bund fördert auch die Sanierung von Gebäuden, Wärmedämmung, das nennt sich dann Sanierungscheck 2020. Und hier wird ebenfalls erwartet, dass man das Gebäude erheblich verbessert. Dann gibt es Förderungen für ein Ein- oder Zweifamilienhaus in der Höhe von 4.000 bis 6.000 Euro, möglicherweise sogar einen Ökobonus. Wichtig ist zu wissen, für diese Förderung braucht man einen Energieausweis. Für die Raus aus dem Ölförderung benötigt man nur ein Energieberatungsprotokoll als Nachweis, dass das, was man vorhat, gut ist. Gibt es auch aktuelle Entwicklungen zu Förderungen, also neue Förderungen, die dazukommen? Also es tut sich ständig was bei den Förderungen. Jetzt sehr neu, ganz aktuell, gibt es ein Angebot der Salzburger AG. Die bietet im bestehenden Fernwärmenetz sehr günstige, pauschalierte Fernwärmeanschlüsse an. Also als Beispiel, ein solcher Fernwärmeanschluss kostet dann
inklusive Hausausstattung 16.000 Euro, sieht man hier die verfügbare Förderung, ob wenn man aus einer Ölheizung aussteigt, in der Höhe von ungefähr 10.000 Euro, dann bleiben eigentlich nur mehr Kosten von 6.000 Euro für eine neue Heizung übrig, als Beispiel. Wichtig für die Kunden vielleicht, wie kommen Sie zu den verschiedenen Förderungen? Mittlerweile alles digitalisiert sich, also die Kunden, die Anträge sind online zu stellen. Alle Fördergeber bieten auf ihren Internetseiten diese Online-Zugänge. Das ist auch wichtig zu wissen, der Papierantrag ist Schnee von gestern. Bei der Raus-aus-Öl-Förderung ist es wichtig zu wissen, hier ist es ein zweistufiges Verfahren. Zuerst registriert man sich, dann wird das Fördergeld reserviert und innerhalb von 20 Wochen muss man fertigstellen, sprich den wahren Förderantrag mit der Beilage der Rechnung hochladen, den Antrag stellen. Wer sich also für das Energiesparen oder Effizienzmaßnahmen für Förderungen interessiert, soll sich bei der Energieberatung der Salzburger AG melden. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. Das war World Changer, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG.